Schicksal erwartet uns. Ja, genau. Hallo Leute, willkommen zurück zu Nashata, beziehungsweise genauer gesagt zur Kelfin-Grotte. Genau da, wo wir das letzte Mal hier aufgehört haben mit unserer Neri-Scharfinne. Und ja, ihre nächsten zwei Anhänger-Quests, weil wir haben ja nur eine gemacht, das, ja, das waren diese Stacheln da besorgen, irgendwie unter der Naga-Stadt. Ja, in einer Höhle. Ja, da waren ja ganz viele Nagas, aber ja, wir haben es hingekriegt. Die nächsten zwei Anhänger-Quests kann man ja schon sehen, die werden uns zu diesen verbleibenden zwei großen Gebiete noch in Nashata bringen. Nur müssen wir halt dafür ein bisschen durch die Gegend reisen. Schauen wir mal auf die Karte. Eigentlich müssen wir den Weg gerade wieder zurück. Ja. Einfach wieder gerade den Weg zurück. Da ist mir hier viel noch. Aber. Beschäftigt euch was? Ja, ich. Das. Ach, das brauche ich gar nicht, oder? Nö. Soll ich jetzt da runter? Mensch, mal hier in Nashata, da muss man aber auch ein bisschen gucken, oder? Nein, da bin ich ja schon wieder hier in diesem Murloc. Murloc-Seuche da, ey. Wer ist denn das? Dani Blaukieme, die hat irgendwie gar nichts zu sagen. Aber ich glaube, hier sind wir richtig. Karte. Nee, doch, die Spitze von Alantir waren wir letztes Mal auch. Und dann sind wir hier runter. Und diesmal müssen wir irgendwie darüber. Ja, weil links sind wir ja in diesen, ich weiß nicht, so eine Art Naga-Stadt. Und wenn wir jetzt geradeaus gehen. Nee, wir müssen den Weg nehmen. Okay. Der bringt's da hin. Ja, der Riese hat immer noch nichts. Dann müssen wir ja doch an der Naga-Stadt vorbei. Das hier unten sieht schon ziemlich cool aus. Oh. Mann, was ist das für ein Weg? Oh. Aber, oh, das sind auch ein paar Elite. Also, wenn die uns jetzt vom Mount ab runternehmen, ja. Oder benommen machen. Dann haben wir definitiv ein Problem, ey. Da vorne ist, ich weiß nicht, was ist das da vorne? Werf den Köder ins Wasser. Ja, da hatten wir irgendwas. Ah, giftiges Ringelblatt sollten wir doch auch sammeln. Schaden erhöht. Ich kann es aber einfach wegmachen, dann kriege ich auch keinen Schaden. Ah, hier können wir auch diese giftigen Ringelblätter, diese besorgen sollten, ja. Und wenn wir sauer sind, wir werden ja auch irgendwie stärker durch dieses Ringelblatt, dann können wir uns hier mit Nagas anmelden. Anlegen. Ah, da vorne gibt es irgendwie. Oh, genau. Oh, was ist das hier? Das ist ja die Ashara-Statue, oder? Das sieht schon ziemlich cool aus. Sollen wir einfach hier runter? Oh, mir wird gleich die Entscheidung abgenommen. Ich bleib einfach mal auf dem Weg. Oh, ich werde wieder weggerissen. Ich guck mal die Dinge meistens lieber eher mal mit dem Weg an. Ein Seestern. Kommt ja fast so vor. Naja, ein paar Quests können wir dann zurückgeben. Da ist noch ein Ringelblatt, nehmen wir auch noch mit. Hä? Wieso ist es auf einmal weg? Ah, jetzt ist es wieder da. Hier ist wieder so ein Seestern. Oh je, je, wer ist das denn? Lady. Ja, gut, an das. Charessa, das hatten wir doch mal mit diese, wo wir ausgespäht haben. Königin Asharas Palast. Und da hat uns jetzt hier das hier mit den. Was wird wohl angelockt? Der bissische Sturz. Also ist man Bescheid. Hier ist es mit dem Aal verseucht. Und wer ist hier? Ihr seid ein erfreulicher Anblick. Sardina Laurei. Mal gucken, ob die hier aktiv wird, wenn ich was reinschmeiße. Was wird denn das? Wirft einen Haufen Köder ins Wasser. Ja, dann macht doch. Oh, jetzt geht's. Was soll dabei eigentlich rauskommen? Sammelt mehr Köder? Wer hat denn hier mehr Köder? Tja, ich habe jetzt einfach noch so einen Aal jetzt gesehen und der hat auch diesen Köder gehabt. Ist das hier wie beim Angeln oder wie? Nur bei diesen einen Charm Vipernfischen? Nee. K
Köder ins Wasser geworfen? Eins von drei? Ich habe das schon zum zweiten Mal gemacht. Zwei von. Anscheinend muss man das ein paar Mal machen. Aber was ist das? Schimmelschuppenaal. Oh, genau. Okay, jetzt haben wir auf jeden Fall irgendwas bekommen. Aalleder. Ja. Ah ja, das werden wir ja dann sehen, wenn wir die Quest abgeben. Also Kopfgeld, mehr Hydras haben wir. was wird wohl an... Können wir auch ausblenden. Okay, Leute. Das da hinten sieht aus... Könnte das hier irgendwie der Eingang zur Königin Asharas Palast sein? Das Tor der Königin. Ich meine, hier gibt es dann auch einen Weg, der so rausführt. Wir müssen nur darüber schwimmen, ja. Welche das Entscheidung hätte ich getroffen, um unser Volk zu retten? Wow, wenn man hier mal so einen Blick nach unten wirft. Ey, was ist das denn? Der ist ja hässlich, ey. Ich meine, der hat definitiv ein paar Augen zu viel, oder? Boah, ich würde da noch nicht mal... Ich würde da nicht essen, ey. Es gibt ja manche Fische, das sehe ich vor allem bei den also japanischen Fischmärkten manchmal. Ich habe schon mal so im Fernsehen gesehen, was die da teilweise für ekelhaftige Aalfischer essen. Also... Wow, die Statue sieht wirklich cool aus, oder? Und das sind auf jeden Fall Elite-Naga getötet. 15 Stück. Machen die das gerade? Oh, schnell. Ich zähle auf euch, Champion. Da hätte schon mal den ersten. Bin mir nicht sicher, ob ich eine bessere... das ist nur ein Kopfgeld. Ah, jetzt ist der wieder. Wow. Das sieht schon ziemlich cool aus, aber ist auch gefährlich hier mit diesen Elite-Viechern. Okay, also ich hoffe mal, dass es hier Elite-Naga getötet. Da hoffe ich jetzt einfach mal auf eine bessere Gelegenheit. Also klar, 6 primatische Mana-Perlen ist toll, aber wir nehmen jetzt einfach den Weg, der hier dran vorbei ist. Ich denke mal, dass wir hier sowieso irgendwie nochmal antanzen werden. Das könnte mal ganz klar der Eingang zu Asharas ewigen Palast sein, den wir ja stürmen wollen. Moris Chris, Tiefenbeschützer. Die stehen hier einfach nur so rum, ey. Ein Wassergefängnis? Okay. Tja, da haben wir auf jeden Fall ein Stück von Nasjata erkundet. Also wenn wir diese Anhängerquest hier, die ersten drei von Neri Scharfhinde machen, ich glaube, das ist von ihr schon so konzipiert. Dass man so eine richtige Rundreise macht durch Nasjata, oder? Einer meiner Champions möchte mir zu Ehren Ruhm erwerben. Es wäre grausam von mir, dies zu verweigern. Altrantis. Ja, mit dem legen wir uns aber nicht alleine an. Da melden wir uns einfach an. Wir können uns auch bei mehreren anmelden. Das ist ja... Jetzt bin ich im Kampf. Echt. Lol. Es gibt also auch Kelfinen, die eigentlich... kontrolliert sind? Komm, anmelden. Irgendwo werde ich ja wohl mitmachen können, oder? Ich gehe schon mal weiter vor. Oder da oben hin. Also das hier ist auf jeden Fall eine schöne Ecke von Nasjata, oder? Das Tor der Königin. Ja, das werden wir uns alles auf jeden Fall nochmal anschauen. Aber jetzt gehen wir erstmal da vorne hin. Die Königin! Oh nein! Was geht denn hier ab, ey? Wieso findet sich denn hier niemand? Nur einer ist ja hier. So ein Druide. Okay, Leute, total verrückt. Ich habe eine Gruppe gefunden, aber ihr könnt ja auch hier links sehen. Irgendwie sterben alle. Ach.
Also eigentlich hatten wir ja, wir hatten ja schon einen Tank in der Gruppe und sogar einen Heiler. Also das ist ja ganz schön mies hier, oder? Leute, ich muss auf einen ganz schönen Weg laufen. Aber das erinnert mich immer, und das stimmt wirklich, ja. Die Definition von einem Spiel ist eigentlich, dass man spielt, man macht irgendwas, aber es gibt auch die Möglichkeit, dass man verliert. Und etwas nicht schafft. Oh, hier gibt es wieder ein bisschen Ringelblatt. Ah ja. Ich weiß gar nicht, warum das hier so komisch dargestellt wird. Das sieht wirklich komisch aus. Mal gucken, ob wir es jetzt besser hinkriegen. Aber das wäre natürlich so eine Gelegenheit, dass man ein paar Elite-Nagas tötet, ja. Mensch, Meier, wo ist denn das jetzt, ey? Der sieht alles wieder ein bisschen anders aus, oder? Wow. Ach, genau, hier vorne ist das eigentlich. Jetzt halten wir uns mal ein bisschen zurück und nicht alles einer auf einmal. Einer meiner Champions möchte mir zu Ehren Ruhm erwerben. Jetzt es wäre grausam von mir, dies zu verweigern. Boah, halten die hier echt verdammt viel aus hier, ey. Ich bin doch nicht alleine am Kämpfen hier, oder? Warte mal, ich kann Verbündete anzeigen lassen. Nee, da ist das aber nur ein Schurke. Ey. Okay, da kommt noch ein Magier. Macht der vielleicht mit? Nee, der interessiert sich nicht dafür. Wo ist denn unser Tank? Ja. Mal den mal unter Stun. Eure Verbrechen sind schrecklich. Zahllos. Glorreich. Mann, ich kenne die Stimme. Leute, könnt ihr euch daran erinnern? Unsere Verbrechen sind schrecklich. Zahllos. Glorreich. Okay. Der Tank ist ja eigentlich da hinten irgendwo. Ich gehe jetzt mal zu dem hin. Wir müssen ja einfach zusammen jetzt das machen. Das kann ja nicht so schwer sein. Was macht der überhaupt da hinten? Egal, ich mache einfach mit ihm mit. Nee, das hört sich doch definitiv wieder nach Enzot an. Mann, die Quest hat es aber ganz schön in sich, muss ich sagen. Hier, diese... Das ist doch eine Schlachtzugsquest. Ja. Wie viel sind überhaupt? Ganz allein in den Tiefen. Ey, wird das hier nochmal was? Ach, deswegen ist er hier hinten rumgelaufen. Der wollte jetzt nur Altrantes da rausholen. Das hier. Aber wir kriegen es hin. Ja, ein Todesritter und zwei Schurken. Können wir auch wieder Verbündete ausblenden. In den Abgrund mit euch! Okay, wir haben es geschafft. Wow. Altrant. Was ist das? Was ist das? Wieso haben wir die jetzt nicht getötet? Wir hatten einen Schlachtzug offen und es ist eigentlich eine... Das gibt's nicht, ey. Okay, es ist keine Schlachtzugsquest und deswegen konnten wir die auch nicht abschließen, weil wir das nur in der Gruppe machen können. Ich hoffe mal, dass diesmal kein Schlachtzug geöffnet wird und dann machen wir jetzt diese Altrantes. Aber wenigstens habe ich jetzt schon drei Elite-Nagas. Ist hier schon ein Schlachtzug offen? Nee, ist es nicht. Also diesmal kriegen wir es hin. Das war ja eben ja wirklich dann schon ärgerlich für alle, oder? Wir machen da voll rum. Aber irgendwie hat dann wurde halt ein Schlachtzug geöffnet. Und es war halt keine Gruppe mehr und dann zählt die Quest nicht.
Ja, obwohl wir eh zu fünft waren. Wir waren ja, also von der Anzahl her waren wir kein Schlachtzug. Ah, man sieht hier auch einige von diesen Tentakelarmen. Das ist doch so typisch Endot. Ein weiterer Sieg. Interessant. Vielleicht erwerbe ich euch eines Tages als meinen Champion. Boah, da kommen ja immer als Viecher nach, ey. Das ist ja voll die Krätze hier in Nasjata, oder? Aber jetzt komm, jetzt hauen wir ab. So wie jeder abhaut. Ich habe zwar jetzt schon 6 Elite-Nagger, aber so eine Quest kann man auch einfach mitnehmen. Und dann gibt es immer wieder Situationen. Dunkler Zeuge. Boah, der hat ja Totkopf. Mensch, sieht aber schon ziemlich cool aus hier, gell? Jetzt können wir doch die Gruppe verlassen. Zack, werfen wir mal einen Blick auf die Karte hier. Wir müssen jetzt eigentlich den Weg runternehmen. Oh Mann! Das ist ja so eine Krätze. Man kann hier nirgendwo mal kurz stehen bleiben. Komm, wir gehen jetzt zur nächsten Anhängerquest. Das wollten wir eigentlich erledigen. Rang 3 für unsere Neri. Nehmen wir mal so einen Engelschuppen-Seestern. Ich weiß immer noch nicht genau, was der macht. Geflorener Schwall? Karte. Ja, in der Richtung. Ah ja, irgendwie macht's aber, ich muss schon sagen, es macht schon irgendwie Spaß. Man muss einfach nur durch die Gegend gucken, sich die Zone auf sich wirken lassen und dann sieht schon ziemlich toll aus, muss ich sagen, hier in Nasjata. Also hier diese dunklen Ecken mit diesen ganzen Gebäuden. Ah, aber wenn hier nicht so viele Nagger wären, die können doch wenigstens ja mal Terrasse der Sinachari. Ey, der ist nicht Elite. Ich krieg nichts für dich von dir. Tschüss. Ja, ja. Wow. Das ist auf jeden Fall eine Erkundung. Fall einfach um. So. Nochmal auf die Karte gucken. Oh, wir sind ja auf dem richtigen Pfad gerade. Da geht's wieder in die Naga-Stadt rein. Wollen wir nicht unbedingt. Was ist das denn hier für eine Statue, hä? Alles klar. Irgendwo hier vorne. Was ist das denn? Wieder so ein Ringelblatt? Ich nehme mich doch gerade mit. Ah, oh, der sieht aber auch toll aus. Wo geht's denn da vorne rein? Über uns ist auf jeden Fall was, aber was ist hier vorne? Das sieht aus wie so eine Höhle. Madivas Labor? Was gibt's hier, ey? Lebendiges Wasser, was einen nervt. Cool. Vielleicht sind wir jetzt schon mal hier, obwohl... Wahrscheinlich müssen wir erst noch was finden. Aber toll aussehen tut es hier auf jeden Fall, oder? Ja, mir gefallen die Farben hier sehr gut. Ist doch schön hier. So ein geheimes Labor von Madiva. Madiva ist leider nicht zu Hause. Ich denke, dass da definitiv noch was kommt. Und ich kann auch sehen, dass Neri eine Ebene höher will. Mindestens eine Ebene höher. Das hätte man auch früher sagen können. Wie komme ich denn überhaupt da hoch? Da hinten? Da hinten, ja. Gleich jetzt rechts hoch. Aber ich habe das auch so eingestellt, dass jeder, der... Wow, das sieht da auch toll aus. Was ist das für ein Gebäude? Okay. Das ist einfach nur ganz viele Naga hier. Tunnel der Tiefen, Nattern. Ja, Leute, das... Also gut, ich bin jetzt... Ich denke mal, dass es generell so ist. Wir haben 3 verschiedene Verbündete mit den Kelfinen, ja. Wir sollten nicht so sehr abschweifen und irgendwie voll durch die Gegend schauen. Weil die anderen 2 Kelfinen, die wollen ohnehin wahrscheinlich wieder... Wo ist das? Ah, hier. Genau, und dann haben wir vielleicht das mit Madivas Labor oder mit dem Gebäude, was wir eben hatten. Mari Lazafloss. Wir teilen, was wir haben. Können wir mal gucken, wie die zweite Anhängerquest für unsere Neri aussieht. Womit sie dann Rang 2 erreichen würde, also wenn wir alle 3 haben. Ein besonderes Funkeln. In den Becken dort unten gibt es einige kleine hübsche Perlen. Sie wurden im Verlauf irgendeines Ashara-Rituals dort hineingeworfen. Ashara... Nee, Ashariri? Aha.
Haben sie eine Bedeutung? Ich weiß es nicht, aber ich hätte gern ein paar von ihnen. Seid ein netter Schwerfuß und besorgt mir ein paar davon, bitte. Ein Tag nach dem anderen. Du, ich finde das in Ordnung. Bei der anderen habe ich eine Quest bekommen, da musste ich erstmal ganz woanders hin und wieder komplett wieder zurück. Ich spring einfach rein. Das ging auch relativ gut. Ey, nee. Zack. Was haben wir denn da? Vermächtnis des wahnsinnigen Magiers. In den unteren Teil dieses recht großen Juwels ist eine Inschrift eingeritzt. Eigentum von Madivas bei Verlust bitte zu meinem Labor zurückbringen. Vielleicht lässt sich dieses Labor noch irgendwo ausfindig machen. Tja. Sehr schön. Dann haben wir ja auch noch das andere. Können wir das mal kurz bei Madiva zurückbringen? Aber wahrscheinlich, Euer Blut wird unseren Ritualen Macht verleihen. Ey, ich sammle hier nur Mana-Perlen. Aber jetzt überlege ich es mir gerade anders. Flucht in Madivas Labor. Oh, wer wagt es, mich bei meiner Forschung zu stören? Ich lasse euch... Oh, ist das mein Arcano-Kristall? Ihr verdient eine Belohnung. Stellt den Kristall einfach auf den Podest dort ab und holt... Und ich hole euch etwas für eure Mühen. So, wo habe ich jetzt diese Schlüssel hingelegt? Der verrückte Magier. Ah ja, der wartet, bis ich das draufstelle, aber er hat eben zu schnell gesprochen. Also, oh, ist das mein Arcano-Kristall? Fantastisch. Ich dachte, ich hätte ihn verloren. Ja, hat er doch auch. Ich stelle jetzt den Arcano-Kristall ab. Ich bin ganz Ohr. Wo genau soll ich den abstellen eigentlich? Lol, wie viele hat er denn hier? Ja. Oh, jetzt erinnere ich mich. Der Schlüssel wurde unter meinen Elementarschöpfungen gestohlen. Von einer. Nun, ich schätze, wenn ihr diese Belohnung wollt, müsst ihr meinen Schlüssel wieder beschaffen. Seid ein Schatz und drückt diesen Knopf an der Seite des Amalgamators? Amalgan? Arkane Macht wohnt diesem Gerät inne, dessen Seite bis auf einen einzelnen Knopf keine weiteren Strukturen aufweist. Aktiviert das Gerät. Ah, da das... Das ist die Kreatur, die meinen Schlüssel entwendet hat. Das Ding scheint nicht sehr glücklich hier zu sein, also müsst ihr die Überzeugungsarbeit leisten. Okay, ich überzeuge mal. Schon klar, wie. Komm, nehmen wir uns wieder Azurit-Fähigkeit. Boah, hält ja verdammt viel aus. Schutzschild aktivieren. Eigentlich kann man das Schutzschild eigentlich auch die ganze Zeit als Paladin benutzen, weil es halt auch offensiv wirkt. Aber manchmal... Oh, ausgezeichnet. Das war höchst unterhaltsam. Ich wünschte, ich hätte eine Assistentin eures Kalibers gehabt, als ich diese Kreatur zum ersten Mal begegnet bin. Okay, zum ersten Mal begegnet. Aber hier sind noch viel mehr solche Kristalle, gell? Nun... Boah, jetzt war aber schnell, oder Leute, ey? Jetzt war er schnell. Nun, ich muss mich jetzt wichtigen magischen Angelegenheiten widmen. Bitte nehmt euch eure Belohnung aus der Truhe, aber fasst nichts anderes an. Wer weiß, was für ein Chaos eine Amateurin dort drin anrichten könnte. Naja, alles klar. Die Konstruktion der Truhe erscheint simpel, aber der Schließmechanismus summt vor arkaner Energie. Wäre der Schlüssel nicht verzaubert, hätte der Rost ihn schon lange zerfressen. Das uralte Schloss öffnet sich mit einem Klicken und enthüllt den Inhalt. Wir bekommen 7 prismatische Perlen. Cool. Coole Sache. Vor allem gibt es irgendwie noch eine andere Sache, die sich eröffnet bei Madivas Foliante Elemente. Viele Seiten drehen sich um Notizen zu einem Experiment. Danach kommt ein hastig geschriebener Tagebucheintrag. Endlich trägt meine Erforschung der Grundelemente Früchte. Wenn man die richtigen Grundreagenzien mit etwas arkaner Macht zusammen verwendet, kann man die Essenz der Elemente so kombinieren, dass Leben entsteht. Es sind noch weitere Forschungen nötig, um festzustellen, was die verschiedenen Kombinationen von Elementen hervorbringen. Hier endet der Text. Okay. Soll ich hier... Kann ich noch mehr einfach aktivieren? Okay.
Was erscheint jetzt? Arkane-Verschmelzung. Tja, wer hätte gesagt, dass man schnell durch Nasjata vorankommt? Überhaupt nicht. Das ist schon einige Ecken, aber es ist schon cool. Scheint ja auch gar kein Problem zu sein, das hier zu tun. So, jetzt haben wir die nächste. Ein besonderes Funk. Wir müssen ja draußen noch Perlen sammeln. Die Magie des Systems scheint versiegt zu sein. Vielleicht kann es nach einiger Zeit erneut genutzt werden. Einfach so? Wir müssen einfach so zurückkommen? Ah, Mana-Perlen haben wir noch gar nicht anzeigen lassen. Wir machen mal Titan-Residium weg. Und dafür haben wir jetzt 15 Mana-Perlen direkt am Rucksack. Wow, das heißt, ich könnte mir 3 Sachen jetzt für Odine besorgen. Oder halt 20 Stück. Wenn ich noch 5 weitere hätte, mit 20 könnte ich aufwerten. Da ist noch eine Mana-Perle. Magiegetränkt. Eigentlich, ich meine, Magie und Mana ist so irgendwie das Gleiche, oder? So. Ist hier noch etwas? Ja, ich werde das jetzt in Bezug zu Donnerzorn werde ich das so tun, weil ich denke, dass die meisten, die schauen etwas, weil sie entweder nur Horde gespielt haben oder nur Allianz. Dann habe ich noch einige Leute, die haben beides nicht gespielt. Die schauen einfach komplett bei mir, ja. Aber ich werde das dann einfach bei dem Horde oder der Allianz so machen. Ich habe das jetzt mit der Horde zum ersten Mal erlebt. Mit Madivas Labor, mit Donnerzorn werde ich das gar nicht zeigen, ja. Wie ich da die ersten 2 Elementare zerfetze. Das wäre ja genau das gleiche Spiel nochmal. Ja, vor allem die Leute, die halt selber auch eine Fraktion gespielt haben und dann bei mir die andere schauen, die kennen es ja dann ohnehin auch. Ja, also ergibt schon ein bisschen Sinn, oder? Glaube ich jedenfalls, ja. Also mir fällt jetzt auch nichts groß als Einwand dazu ein. Passt schon. Ja, ich habe jetzt 10 magiegetränkte Mana-Perlen für dich. Seht ihr etwas Nützliches? Habt ihr alle Perlen gefunden? Ja. Ich kann ihr Leuchten spüren. Es kribbelt auf meiner Hand und reicht bis in den Meeresboden. Sehr hübsch. Und dafür kriegen wir auch wieder 100. Haltet immer Ausschau nach Fori. Leute, die zweite Quest ging ja relativ gut. Ich denke mal, dass wir hier weitergehen, aber ich strich schon mal... Oh, da hinten ist auch noch irgendwas. Es würde auch zu unserer Erkundung von Nasjata passen, ja. Und ich muss gerade was mit meiner Hand machen. Und ich habe mir das Handgelenk verstaucht, das ist nicht so schön. Wir sollten nicht direkt nach Süden gehen, wir sollten den Weg nehmen. Richtig? Eigentlich schon, ja. Aber dann hätten wir unsere Erkundung. Obwohl, wir haben ja noch einen nächsten Tag mit ihr, ja. Und dann will sie am Ende sowieso da hoch. Nee. Wir gehen jetzt den direkten Weg, ja. Wir haben ja mit Neri Schafin, also am wichtigen... genau. Nasjata läuft uns ja nicht weg und wir werden die Sachen noch erleben, die es zu erleben gibt. Aber diese täglichen Aufgaben, die sich Neri Schafin ausgedacht hat... Ein leeres Fass nehme ich auch mit. Einmal bitte. Irgendwie geht es gar nicht. Die Musik, die ist echt... Verdammt Westworld-Intro-mäßig. Wow. Ah, hier ist jemand, der mit uns reden kann. Der Ernte Akaro. Der Einsatz für unsere Sache beweist Mut. Was erntet der? Sieht da aus, wird er mit einem Hackebeil auf ein Stück Fleisch rumhacken. Das wird vielleicht eine Geschichte sein, die Donnerzorn erleben wird. Was der möchte. Nee, wir machen jetzt die dritte tägliche Quest da, weil ich möchte das ja dann, wenn ich dann noch ein bisschen Zeit habe, dann noch mit Donnerzorn ja auch noch machen. Ja. Ah, hier müssen wir links. Ich bin schon auf dem Minimap. Aber ich spiele gerne so mit ausgeblendetem Interface. Und mit der Einstellung, dass ich trotzdem alles erkennen kann, was mir, wenn jemand was zu sagen hat, ist ja bei allen Quests auch der Fall. Oh, hier ist es.
Was ist das denn? Ein Schalenkoloss. Entkommene Kelfine. Braucht ihr etwas? Oh, es ist zu spät für mich, meine Freunde. Es ist ein kaputter Kontrolleur. Die Kontrolleure lassen uns ständig schuften und wir bekommen keine Pause. Wir haben so viele verloren. Bitte befreit die anderen, lasst sie nicht mein Schicksal erleiden. Oh, für sie ist zu spät? Seid vorsichtig da draußen. Und wäre ich in einer dieser Arbeitseinheiten gelandet, wäre ich vielleicht nie freigekommen. Die Gefangenen hier wurden noch nicht gebrochen. Es gibt noch Hoffnung. Okay. Es gibt hier noch... anscheinend gibt es hier ein Gefangenenlager. Oh, da können wir schon sehen. Gefangene Kelfine. Oh, ja. Willkommen, Landbewohner. Ah, wir dienen den Meistern. Befreien wir euch hiervon. Seid vorsichtig da draußen. Und? Ihr rennt einfach weg, oder was? Nee, er kommt mit. Das ist hier so ein Gefangenenlager. Gefangener Meeresriese. Komm, wir befreien mal so einen Riesen. Ja, auch befreit. Die dienen immer allen den Meistern. Jetzt sind sie dran. Ja, irgendwie schon. Guck mal, wir können auch diese tiefen Panzer befreien. Der Makura klappert niedergeschlagen und ergibt sich. Oh. Der befreite Meeresriese kämpft jetzt durch die Gegend, ey. Das geht natürlich gut ab, gell? Ja, die haben auch gar nichts zu sagen, während die hier schuften. Ihr seid ein erfreulicher Anblick. Das haben wir hier aber mit dieser dritten täglichen, haben wir das ja ziemlich schnell hingekriegt hier. Einfach mal ein paar Leute befreit. Wir lassen niemanden zurück. Und nun? Hier gibt's noch irgendwas für mich zu plündern. Boah, die laufen alle mit mir mit. Jetzt sind sie dran! Also, nachdem wir alle befreit haben, müssen wir uns nur noch diesen gnadenlosen Kontrolleur irgendwie schnappen. Ich habe versagt. Die sehen mir gefallen. Ah, da ist er! Gnadenloser Kontrolleur, dass das so ein Ding ist. Das sind die Viecher, die alle diese Gedanken vernebeln. Oder wie man das nennen soll. Den Besitzname. Hey, hat er mich ja auch? Ist noch ein bisschen Azerit hier. Okay, Leute, wir haben es geschafft. Anscheinend. Was haben die auf der Karte eingezeichnet? Ne, wir sollen uns zurückmelden. Ja. Wir könnten... Also wir haben jetzt fast eine komplette Rundreise von Nash Jahrtar. Hier haben wir auf jeden Fall für uns angeguckt, wir waren beim Tor der Königin. Hier fehlt so eine Ecke, aber ich denke, das sparen wir uns dann einfach fürs nächste Mal auf. Auch diese Seersteine. Wenn wir mit Neri, wenn Neri wieder ein paar neue Aufgaben für uns hat. Das heißt... Ich nehme einfach mal jetzt eine Abkürzung. Oder warte mal, ich bin eigentlich ganz in der Nähe, gell? Ja. Ich bin ganz in der Nähe eigentlich. Ich muss ja eigentlich nur hier... Wir haben ja auch wirklich eine Rundreise gemacht. Also das schönste Gebiet, muss ich sagen, von Nash Jahrtar bisher war das wirklich auf... Ich denke, dass da der Eingang zu dem ewigen Palast sein müsste, oder? Ja, stimmt. Es hieß ja auch, zeigt uns den... Die Gegend um den Palast herum. Konnten wir ja als... Und dann da ist, hat man ja das gesehen, wie Ashara, diese Naga-Elite... den Aue gesagt hat, dass sie halt mit Hilfe des Gezeitensteins uns abhalten soll, ja. Und das war ja genau dieser Ort. Ah, hier sind wir eigentlich schon in unserem Lager und ich wollte ja irgendwie durch die Gegend porten. Weil wir haben hier einige Quests abzugeben. Vom letzten Mal und von heute. Ich hoffe, ich habe, was ihr braucht. Oh, ja. Na, nach der Berufsausbilder. Diese Naga glauben, sie sind so schlau. Nur weil sie magisches Zeug herstellen können. Aber so schwierig ist das gar nicht. Tränke sind zermatschte Pflanzen in einer Flasche. Juwelen sind glitzerige Steine. Inschriften, Tinte und Papier. Ich zeig euch das mal. Genau, es ist der unterrichtende Verzauberkunst und beschreibt seinen Beruf ganz toll, oder? Aber hier können wir die merkwürdige Entdeckung zurückmelden. Ich habe diese Kristalle schon so an verschiedenen Orten gesehen.
Meistens befindet sich in ihrer Nähe merkwürdiger Schleim. Das muss irgendwie zusammenhängen, aber ich weiß noch nicht wie. Zumindest ist der einzige Nutzen dieser Kristalle, den ich bis jetzt ausgemacht habe, dass mir kleine Kreaturen eine Zeit lang folgen. Tut mir leid, dass euch das nicht viel weiterhilft, aber ihr könnt euren Kristall zurückhaben. Lasst es mich wissen, falls ihr noch etwas anderes herausfindet. Alles hat seinen Zweck. Okay, hier gibt es uralte Relikte bei Finderpuck. Was wird wohl angelockt, weil man diesen Aalen? Was habt ihr für mich? Schimmendes Aalleder, schleimüberzogene Haut, glitzert und glänzt. Oh. Ah, was haben wir denn hier? Das ist wirklich ein seltener Fund. Ihr habt die Gewässer beködert, wie ich sehe. Seid nur vorsichtig. Aale sind nicht die einzigen Kreaturen, die ihr mit diesen Ködern anlocken werdet. Das ist so ein Hinweis. Als wann kriegen wir da Klippenschuppen und prismatische Mana-Perlen? Kann ich immer gebrauchen. Mal sehen, was ich so besorgen kann. Ja, was kannst du besorgen? Was war das eben noch? Wenn ihr noch mehr Häppchen findet, solltet ihr sie ins Wasser werfen. Man weiß ja nie, was an die Oberfläche kommt. Ja, okay. Muss ich wahrscheinlich noch was finden, ne? Okay, Leute. Dann, was können wir noch zurückgeben? Oh, ein Ringelblatt hat mir jetzt noch gefehlt. Das ist doch ein Witz, ey. Ja, habe ich jetzt gar nicht explizit drauf geachtet, alle 5 zu finden. Ich dachte schon, gibt's an jeder Ecke. Nee, dann müssen wir halt beim nächsten Mal irgendwie die noch eine Ecke finden, wo es eins gibt. Aber wieso habe ich denn nur 2 tägliche abgeschlossen? Zwei tägliche Quests der Entfesselten? Ich habe doch eine 3. gemacht. Schön, euch zu sehen, Kumpel. Irgendwie hat eine nicht gezählt? Oder hatten wir nur 2 gemacht? Ja, wie auch immer. Also, wir müssen ja sowieso Rang 3 erreichen. Also, wenn... Ach, abgeschlossen. Wir müssen jetzt... ich hab schon einen Schrecken gekriegt. Geht euch etwas durch den Kopf? Trotzdem. Kopfgeld mehr Hydras. Das wird unsere Vorhaben in Nashatai erleichtern. Okay, nichts Besonderes. Bleibt wachsam! Ey, ist es hier noch eine tägliche, die wir abschließen können hier? Schön, euch zu sehen. Ah, genau, der kaputte Kontrolleur. Jede Kelfine, die wir freisetzen, schwächt die Naga etwas mehr. Ich werde so viele heilen, wie ich kann. Ja, das war die 3. tägliche. Wir halten euch den Rücken frei. Ja, Rang 2 für unseren Neri-Schaffine. Ich bin ja so glücklich. Braucht ihr Hilfe? Ein unerwarteter Freund. Oh, Odine, das habe ich beinahe vergessen. Atolia und ich haben einige Gegenstände zusammengestellt, die euch bei eurer Aufgabe hier in Nashatai helfen können. Wir sollten mal bei ihr vorbeischauen, sobald wir Zeit haben. Okay, gehe ich. Wir halten euch den Rücken frei. Das ist anscheinend so ein Überlebenspaket und da ist Atolia die Rüstmeisterin. Ja, raus damit! Ein unerwarteter Freund. Willkommen in unserer wunderschönen, aber auch schrecklichen kleinen Nachbarschaft. Wenn ihr überlebt, kann ich vielleicht noch mehr Gegenstände für euch auftreiben. Überlebenspaket nehmen wir an. Und Freunde werden können wir auch. Es tut gut, euch hier zu wissen, Odine. Das war absolut meisterhaft. Dank euch sind die Entfesselten ganz aufgeregt und hoffnungsvoll. Um mehr hätte ich nicht bitten können. 12 prismatische Mana-Pillen. Also geht das Schlag auf Schlag, Leute, ey. Wir sehen uns! Sehr schön, muss ich sagen, ja. Rang 3 haben wir natürlich noch lange nicht, können wir ausblenden. Elite-Nagger, Seersteine und noch ein giftiges Ringelblatt machen wir auf jeden Fall beim nächsten Mal. Vor allem beim nächsten Mal hat halt unsere Neri-Schafin wieder neue tägliche. Das kombiniere ich dann einfach. Na, wen haben wir denn da? Und sie ist schon Rang 2. Also, fehlt gar nicht mehr so viel. Stimmt. Das Überlebenspaket, wir schauen einfach mal rein. Ein bändischer Gurt, kriegst du so eine Klingenschuppe. Kirschnerei. Okay. Bändischer Gurt. Oh, passt schon. Habe ich jetzt irgend so einen Gürtel bekommen, der mehr Schaden macht? Entartung. Das kann man wohl nehmen. Vor allem hat der Lebensraub. Das mit Lebensraub ist ja richtig toll. Das tue ich aufwerten. Lebensraub. Wie viel Prozent habe ich jetzt? Gar nichts. Und jetzt habe ich 2% Lebensraub, das ist total toll. Ja, also ein paar Prozent Lebensraub macht schon was aus. Okay, Leute, ja, wir machen dann beim nächsten Mal hier weiter mit Odine und Neri Schafine. Und ich denke mal,
dass es auf jeden Fall noch lustig wird, bis wir dann Rang 3 erreicht haben. Ja, macht's gut. Gehabt euch wohl.